Es vergeht beinahe kein Tag, an dem wir nichts Negatives in der Presse über die deutsche Industrie lesen. Speziell die deutsche Automobilindustrie bekommt regelmäßig ihr Fett weg. Das ist ja leider auch richtig so, weil wir das an Zahlen sehen. Die Absatzrückgänge kann niemand wegdiskutieren und auch die Chartbilder sehen alles andere als gut aus. Viele wollen es nicht wahrhaben. Es stehen hier noch deutlich tiefere Kurse bei den meisten deutschen Automobilherstellern ins Haus, bevor wir hier Entwarnung geben können und hier der Weg wieder nach oben frei ist. Heute wollen wir uns aber nicht die deutsche Automobilindustrie näher anschauen, sondern die Chemieindustrie, genauer BASF, der größte Chemiekonzern der Welt. Das lohnt sich, diese Aktie heute näher zu beleuchten und die Frage zu stellen, lohnt sie sich jetzt oder ist das ein ähnliches Bild wie beispielsweise vom einen oder anderen Automobilhersteller? Das schauen wir uns heute in diesem Video an. Herzlich willkommen zu diesem Video. Das ist ein Beitrag von Liberty Stock Markets, dein Analysehaus aus München. Linde hat den Anfang gemacht, hat angekündigt, eben hier Anlagen abzubauen. Der Hauptsitz ist ohnehin nicht mehr in Deutschland, er ist in Großbritannien. Und dann kam auch noch eine Hiobsbotschaft. Linde ist aus dem DAX ausgeschieden. Das sind alles Warnsignale, wie wir meinen, das sollte man ernst nehmen. Und jetzt kommt BASF mit ähnlichen Vorstößen um die Ecke. Einmal ein geplanter Stellenabbau am Standort Deutschland, speziell in Ludwigshafen. Das ist der Hauptsitz von BASF. Das ist durchaus ein Novum, weil BASF in den letzten Jahrzehnten eher gewachsen ist in Ludwigshafen. Jetzt plant man hier eben einen starken Abbau, sowohl von Anlagen als auch von Personal. Und im Gegenzug möchte man sehr viel Geld in China investieren, weil man der Meinung ist, dass man dort wesentlich bessere Geschäfte machen kann. Das können wir nicht abschließend beurteilen, ob das ein guter Schritt ist. Aber die Festlegung auf China mag ein guter Grund sein, wir sehen hier durchaus gewisse Risiken. Was uns heute aber interessiert ist, was passiert mit der Aktie, wie steht sie gerade, was können wir kurz-, mittel- und langfristig von diesem Papier erwarten, gehen wir in die Charts. So, das ist der 8-Stunden-Chart, eine Kerze entspricht 8 Stunden. Wir haben schon mehrere Videos über BASF gedreht. Wir werden hier jetzt auch das eine oder andere für euch verlinken, damit ihr euch anschauen könnt, was wir in der Vergangenheit über BASF gesagt haben. Und zwar fangen wir mal vorne an. Die Aktie hatte eine sehr gute Chance, hier bei 37,90 einen sehr guten Boden auszubauen. Das sah zunächst vielversprechend aus, aber hier haben wir schon geahnt, dass diese Sache hier wahrscheinlich ins Auge geht, weil das hier eine dreiteilige Struktur und keine fünfteilige Struktur gewesen ist. Dennoch waren wir zunächst optimistisch und haben hier zweimal eine violette Box eingezeichnet, beziehungsweise eine, die hier zweimal sozusagen hier erreicht wurde. Das war eine ganz, ganz wichtige Geschichte für uns, weil wir diese Aktie zu diesem Zeitpunkt noch in unserem Depot gehalten haben. Wir sind davon ausgegangen, dass sie dort in diesem Bereich der violetten Box eine Trendwende vollzieht und nochmal sehr stark nach oben laufen kann. Wir haben auch das Ziel ausgegeben, das war die 54,90, die wir hier sehen, und das ist, der Plan ist aufgegangen. Wir haben diese Aktie hier oben verkauft, weil wir der Meinung sind, dass diese Aktie hier nochmal sehr stark nach unten ausverkaufen muss. Übrigens, wenn du von uns profitieren möchtest, dann hast du jetzt die Chance, das wesentlich günstiger zu bekommen. Und zwar haben wir unsere Frühjahrsputzaktion aktuell aktiv. Du bekommst alle Produkte von uns stark rabattiert, die Monatslaufzeiten 20% günstiger und die Jahreslaufzeiten sogar 30% rabattiert. Einfach ein Produkt aussuchen, die Buchungsmaske gehen, Laufzeit auswählen und dann den Rabattcode STARKERMARKT eingeben und schon kann es losgehen. Hier zum Beispiel sind uns viele gefolgt, freuen sich natürlich jetzt, dass sie rechtzeitig in Plus nochmal ausgestiegen sind. Wir nämlich auch, wir haben hier ein Plus erzielt. Jetzt hat die Aktie zwei Möglichkeiten, eben das, was wir in unserem letzten Video, ich verlinke es euch hier oben, schon gesagt haben. Wir glauben, dass diese Aktie hier nochmal sehr stark ausverkauft. Das passt auch sehr gut zum Unternehmensbild von BASF. Dieses Unternehmen steckt gerade in einer Umstrukturierungsphase, in einer Umbruchsphase und genau das sorgt natürlich auch für sehr große Unruhe, mit Sicherheit auch bei den Anlegern, und das zeichnet sich hier ab. Das ist eben diese Abwärtskaskade, die jetzt losgetreten wird. Wir werden hier mit Sicherheit in der Zwischenzeit nochmal eine Gegenbewegung nach oben sehen. Das heißt aber noch lange nicht, dass sich diese Aktie hier nach oben befreien kann. Hier besteht in der Tat die Chance, bei 47,30 bis 43,98 hier jetzt eben eine Trendwende zu vollziehen.
Wir erwarten hier auch, dass diese Aktie hier auf jeden Fall eine Gegenreaktion zeigt. Die Frage wird dann sein, ob sie sich hier nachhaltig nach oben befreien kann, im nächsten übergeordneten Schritt eben 67 Euro erreicht oder eben hier unterhalb dieses Hochs verbleiben wird und dann hier final nach unten ausverkaufen wird. Das ist das, was wir präferieren. Wir glauben, dass diese Aktie langfristig ihre große übergeordnete Korrektur erst im Bereich der violetten Box zwischen 34,83 und 26,82 abarbeiten wird. Diese Korrektur läuft im Übrigen seit 2015. Das ist eine sehr, sehr große, sehr, sehr schmerzhafte Korrektur. Und wir sehen ja auch hier diese Phase, das ist alles sehr ungesund, sehr seitwärts überlappende Strukturen. Das deutet in der Regel darauf hin, dass diese Aktien hier nochmal einen finalen Ausverkauf hinlegen müssen, um eben das ganze Chartbild nach unten aufzulösen. Es ist durchaus möglich, wie gesagt, in diesem Bereich eben die Trendwende zu vollziehen. Das halten wir aber für weniger wahrscheinlich. Wir bereiten uns hier auf das Schlimmste vor. Wir sind ja nicht mehr investiert. Wir können das sehr entspannt sehen. Wir glauben, dass, wie gesagt, diese Aktie eben erst da unten eben ihre nachhaltige Trendwende, ihren Boden ausbaut. Und dann wird sie natürlich für uns interessant, weil dann glauben wir, dass sie sehr stark nach oben laufen kann. Das ist eine Welle 2, die hier abgearbeitet wird. Mit anderen Worten, es folgt dann die längste und stärkste Welle 3. Und das wäre natürlich eine sehr interessante Angelegenheit. Insofern halten wir natürlich hier Ausschau. Diese Aktie ist in unserer Watchlist, die wird es auch bleiben, weil wir glauben, dass sie langfristig durchaus wieder attraktiv wird. Aber zunächst muss sie entweder jetzt hier beweisen, dass sie das hier nach oben auflösen kann oder eben nach unten. Und das wäre uns natürlich lieber, weil es gibt ja nichts Schöneres, als den größten Chemiekonzern der Welt bei etwa ungefähr 34 oder sogar 26 Euro einzukaufen, um dann eben langfristig von sehr starken Anstiegen zu profitieren. Was wir hier auch ganz klar betonen möchten, es hat nichts damit zu tun, dass wir grundsätzlich den deutschen Markt völlig uninteressant finden. Ganz im Gegenteil, wir haben ja auch die eine oder andere Unternehmung, die eine oder andere Aktie aus deutschen Ländern in unserem Depot. Wir glauben durchaus, dass wir sehr starke Unternehmen haben, die international absolut konkurrenzfähig sind. Trotzdem müssen wir hier ganz genau arbeiten und die Spreu vom Weizen trennen. Wir sehen hier noch ganz starke Verwerfungen auf uns zukommen. Wenn wir sagen, wir sind übergeordnet in einem sehr starken Bullenmarkt, dann trifft das in Deutschland speziell nicht auf jede Aktie zu. Hier ist der Markt wesentlich heterogener. Das liegt sicherlich auch an der Zusammensetzung des DAXes. Nämlich wenige Unternehmen machen den DAX, nicht die große Menge. Es ist nicht so ein ausgewogenes Bild. Das heißt, es reichen 4 bis 5 starke Aktien, die eine hohe Gewichtung haben, die diesen Index nach oben bewegen, während die anderen Aktien noch übergeordnet in starken Korrekturen feststecken. Und wir schauen hier natürlich ganz groß mit Sorge auf die deutsche Automobilindustrie. Da sehen wir durchaus noch einiges an Abwärtspotenzial, aber es wird irgendwann vorbei sein, die Korrekturen werden vorüber sein und dann müssen wir hier natürlich wachsam sein und auch vorbereitet sein, dass wir hier diese wahnsinnigen Chancen, die langfristig hier auf uns zukommen, auch nutzen. Und das möchte ich hier nochmal als Anlass nehmen, um darauf zu verweisen, dass ihr jetzt die Chance habt, unser Produkt wesentlich günstiger zu bekommen. Unsere Frühjahrsputzaktion läuft. Ihr bekommt 20% auf unsere Monatslaufzeiten und sogar 30% auf unsere Jahreslaufzeiten. Einfach Produkt auswählen, in die Buchungsmaske gehen, Laufzeit auswählen und dann Rabattcode STARKEMARKT eingeben und schon kann es losgehen. Wenn dir dieses Video gefallen hat, freuen wir uns natürlich über einen Like und noch mehr freuen wir uns darüber, wenn du unseren Kanal abonnierst. Das ist ein Video von Liberty Stock Markets, dein Analysehaus aus München. Mein Name ist Michael Kaiser, herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Ciao. We'll be right back.